Hallo Civilization-Fans, willkommen zurück bei Thomas spielt Civilization 5 mit Venedig. Ich muss mich sofort bei euch entschuldigen, weil diese Folge etwas später kommt als gewohnt. Ich hatte leider viel um die Ohren und bin leider nicht dazu gekommen, Folgen vorzuproduzieren. Deswegen jetzt, wie es so schön heißt, mit heißer Nadel gestrickt, eine Folge nur für euch. Das ist eine Folge nur für euch. Es ist halt eine ganz normale Folge. Wir spielen mit Venedig und möchten den Diplomatie-Sieg erringen. Und die letzte Aufnahme ist schon sehr lange her, so dass ich ein bisschen überlegen muss, was ich mit den einzelnen Einheiten eigentlich vorhatte. Was ich mit dieser Fregatte vorhatte, ist klar, nämlich Barbaren klatschen. Rams, 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 Rams. Sehr gut. Heute ist, wenn wir den Tag der deutschen Einheit, für diejenigen, die es interessiert, zumindest für mich, es ist Montag, es ist Feiertag, man muss nicht arbeiten, man darf einfach die Zeit genießen. So, Arbeitsboot, brauchen wir da noch ein bisschen? Nein, noch eine Stunde. Wir hatten irgendeinen großen Händler, das weiß ich noch, mit dem wir eine Stadt ja, unser eigen nennen wollten, beziehungsweise einen Stadtstaat schön beeinflussen möchten. Und weiter geht's. So, wir haben schon so ziemlich alle gefunden, genau. Und in 12 Runden steht der Weltkongress zu Venedig ins Haus. Weil wir die ersten waren, die die Druckerpresse erfunden haben. Und somit gehört uns das Recht, die anderen einzuladen. Oder Recht, Pflicht. Ja, es ist, glaube ich, ein Recht. Und ein goldenes Zeitalter beginnt. Nein. So, wo ist der jetzt hin? Das gilt jetzt erstmal rauszufinden. Okay, war jetzt nicht so schwer. Gegen Landeinheiten. Marineinheiten haben wir sowieso weg. Genau. Da, Barbaren in der Arktis sind doch sehr gut zu klopfen, klopfen. Und damit kann man sich ein bisschen Ruhm verdienen. Der eine oder andere Stadt starten möchte das auch, dass sie entfernt werden. Und da tun wir natürlich unser Bestes, dass die Stadtstaaten da zufrieden sind. Kapitän Enrico Dandolo von Venedig. Ah, jetzt weiß ich, wo du hin solltest, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht, doch ich weiß es. Bin ich genau hier hin. In die Nähe von Mogadischu. Weil Mogadischu ist nicht gerade so erfreut über die Barbaren in der Nähe. Die Einheiten wegmachen ist natürlich für die Fregatte hier kein Problem. Allerdings das Lager dann zerstören, das ist ein Problem. Sie müssen das Lager einnehmen. Das ist schön, wir haben zig Handelswege. Ich glaube sogar bis zum Cap, also bis zum Maximum, was möglich ist. Das ist unser Venezianer schon ein bisschen nah. Moment. Kulturelles Wachstum, Taoismus, ah, die waren das sehr gut. Wir möchten erst den Taoismus als vorherige Religion haben. Jetzt sage ich doch herzlich willkommen in unseren Reihen des Taoismus. Nichts leichter als das. Und dieses Spiel landet ja auch an. Ich hoffe, da ist dann Singapur auch unser Verbündeter. Dann, oh ja, ziehen wir den weg. Dann müssen wir noch eingenommen werden. Bogenschützen. Aha, sehr schön.
Sind wir in Venedig. Ich weiß nicht, was ich richtig über sie bauen soll. Und nehmen wir mal Musikergilden. Und Musikergilden und Künstlergilden. Da will ich zwei Städte besitzen. Oder das heißt, eine Stadt wirklich besitzen. Und die andere ist eben eine Marionette von uns. Und das ist Brüssel. Das ist schon sehr zeitig im Spiel passiert. Ireis considerar esta oferta? Ja, natürlich. Natürlich. Wir arbeiten gerne mit euch zusammen. Für die Diplomatie muss man miteinander reden. Das ist immer so. Nicht meine Blase befreundet, nicht meine. Oh, so viele. Das ist aber nicht schön. So, nach. Uriger Weg, ciao, ja. Machen wir weiter. Ach, da, woher geregt nach Kysylien. Gut, also, machen wir weiter. Halt, also Stadt starten. Ah, ne, das ist wieder eine Karawane. Alles muss man bald in das sehr, sehr gern. Ja, das ist nicht so groß, ist so ziemlich viel sein. Gehen wir mal weg. Nächste Runde. Das sieht gerade nicht viel. Jetzt sollte ich da ein bisschen Hintergrundmusik drüber legen. Universität ist in der Produktion. Okay. Ah, Taoismus und die sind natürlich direkt Best Buddies. Nutzungsstärkste Kultur, okay, das ist schade. Wir sind eine Naturwunder entdeckt. Ja. Du hast hier Katholizismus, die Berge. Auch nach den Berge. Die kehren mal den auf die gläubig. So, religiös interessiert. Auch da können wir natürlich helfen, beziehungsweise helfen gern. Oh, wir sind normalerweise Flecken. Regatto. Auftrag erkannt. Na, goldenes Zeitalter, wir können dann gleich hier eine Politik einführen. Nebukadnezar hat Chaka den Krieg erklärt, okay. Das ist auch wieder so ein Kellerduell, wenn sich das so erwarten kann. Nicht mehr mit Bukarest befreundet, oh nein. Architektur beginnt, wo das Ingenieurwesen aufhört. Nächste Runde. Ja, sicher. Russland und Portugal sind jetzt Freunde. Sehr gut. Das sind eigentlich die. Ah, perfekt. Ich finde das auch toll. Die Übersicht, die der hier mit dem Kopf gerechnet. Verbündet ja niemand. Indonesien. Oh, das war noch ein. Nati. Feindlich gesinnt. Hier, feindlich gesinnt, von Basel, feindlich gesinnt. Quatsch, was ist das hier eigentlich? Hier kann man noch pumpen, beziehungsweise hier in Riga. Ein Geschenk machen.
Verbündete. Sehr gut. Manila, Singapur, ein Geschenk machen. Verbündete, sehr hübsch. Wittenberg, dann gleich. Wir haben wieder Xiang. Gut. Los, in Venedig. Katschmal, bald. Leute, dann auch gleich ein goldenes Zeitalter ein. Die kommen dann hier am laufenden Band. Kanton verbreiten. Sehr, sehr gut. Die sind jetzt ja auch in Wittenberg. Ist noch nicht so. Schön, dass wir uns hier bei den guten Feber. Wimbledon. Hübsch, hübsch. Dann kommt eine indonesische Missionar. Ja, mit Gold kann man sich die Freundschaft hier nur kaufen. Das ist interessant. Deswegen müssen wir weiter daran arbeiten. Wie Beispiel die Beträge. Warum das? Das sind noch verbündet. Noch weiß ich nicht, was war das. Politik einführen. Wir nehmen das Admiral. Haben sie ja, wenn ich das gut schon gestatten, da ist die Union-Kompanie. Vielleicht ist die Union-Kompanie, dann haben wir schon geworfen. Großer Admiral. Irgendeiner wollte auch eine große Persönlichkeit. Ah, sehr gut. Hier steht es schon. Einen anderen Hafen bewegen. Dieser Abnahme mit allen Marineeinheiten. Und dann richtig meine Busse. Hol ich mal die Lampe hier flackert. Wird ja wohl nicht kaputt gehen. So, in 4 Runden ist der erste Kongress. Und da bin ich ja mal gespannt, wie der so wird. Beziehungsweise was da zur Abstimmung steht. Manila braucht keine Investoren mehr. Nicht werden zwar erkannt. Summer Account. Große Schriftsteller. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Politisches Traktat schreiben, genau. Das ist aber gut bei Schriftstellern. Vorheriger Weg nach Lissabon oder Porto. Lissabon 17. Praga. Maruslawi. Riga oder Kiew. Kiew. Riga. Ah, Motion Best Buddies, Wittenberg, Motion Best Buddies, Kiew. Politische Befehle, Gruppe Admiral. Bleibt einfach mal da stehen, vielleicht brauchen wir nicht irgendwann. Der baut hier den Skills, also. Okay. Obwohl ich jetzt eine Woche nicht gespielt habe, wie gesagt, die letzte Aufnahme liegt sehr weit zurück. Tut mir leid, aber haben kein Interesse. Das ist enttäuschend. Die Zulu haben ihre Hauptstadt verloren. Nicht mehr verbündet mit Riga. What? Ein Schiff. Vorheriger Weg nach Singapur. Mit dem sind verbündet. Riga. Eigentlich gesinnt. Schließen dann nach Riga. Eine bildete Befehle, das war noch sie weg. Wir sind also angekommen, sehr gut.
Sylvan. Der Händler von Berlin. Ach, stimmt, wir wollten ja Wittenberg einnehmen. Also, was heißt einnehmen? Herrschaft kaufen. Allerdings, ne? Wenn es hier so. Wittenberg ist quasi Best Buddy. Singapur ist Best Buddy. Lhasa. Ja, Perlen. Warum haben wir denn Wittenberg? Ah, weil die Golden. Ja. Ich glaube, wollen wir Wittenberg? Nein. Sie sind hier. Wir hören jetzt zu. So, dann nehme ich auch Fehler. Sehr gut. Ich muss ihn. Und somit ist dieser weiße Fleck auch auf der Karte weg. Ist klar. Ach, August, schon wieder. Er will es auch immer wieder wissen, immer wieder. Ja, ist ja in Ordnung. Dann komm und hol dir deine Schelle ab. Ah, Forschungsabkommen bin ich kein Freund von. Das ist jetzt immer nur Forschung gekostet hat. Ja. So, Bauaktion. Automatisiere doch mal ein bisschen hier. Du kannst es entsprechend mitgemacht werden. Ach Gott, die gehören uns ja jetzt auch noch. Nee, nee, nee. Ja, die gefallen. Das nehmen sie mit Zoll. So. Diplomatieübersicht. Singapur Best Buddies. Manila. Best Buddies. Riga. Best Buddies. Bukarest Best Buddies. Almaty. Best Buddies. Derzeit Freunde. Gold investieren. Best Buddies. Smokant. Best Buddies. So, da haben wir schon einige auf unserer Seite. Schließen wir so, ne? Die brauchen natürlich noch Befehle, die für Katze. Was machen wir mit deren? Was machen wir mit der? Wir sind zurück im Heimathafen. Da wird sie schon was finden, was wir mit der machen können. Ja, und ich freue mich natürlich immer auf über Feedback von euch, die diese Videos anschauen, was ist gut, natürlich auch was ist schlecht. Qualifizierte Kritik wäre natürlich am liebsten. Statt mit denen, ich liebe den König, ach Gott. Stehe bisher besteuern. 2. 2 Stimmen erlassen im Basis Solo ist Quatsch. Stehe bisher besteuern. Hätte so einen Druck schlagen. Lassen im Verankerung. Keine Handelsreichen. Ja, das ist okay. Jawohl. Einer benötigt Befehle. Die große Befehle. Sehr gut. Und, ja, jetzt braucht ihr wieder Befehle. Ja, mal sehen. Und du? Was machst du? Ich schicke wohl auf die einsame Insel. Nordmeer. Da könnt ihr euch den Hintern abfüllen. Der stänkert da auch noch rum, Augustus Cäsar. Ich würde glaube ich mal nicht seine Schranken gewesen. Doch, doch, bei den Chinesen glaube ich seine Schranken gewesen. Die Chinesen haben es gescheitert.
Zeitpandemie. Kann nicht von einer Zivilisation vorgeschlagen werden. Schade, müssen wir erst eine auf die Seite ziehen. Weltreligion. Das ist gut für Blüten. Gesetzen. Quid vis. Warum ist er denn eigentlich hier? Dass Max Mahler geheime Pläne gegen Augustus Caesar schmiedet, das erzähle ich denen dann. Zwei für Venedig, alles klar. Achso, ja, für den Sonne. Sonne. Ja, und so geht es nun weiter. Ja, da finden wir uns auch toll, sehr schön. Also Russland und Portugal, die müssen wir uns ein bisschen warm halten. Weil ich glaube, die könnten das danach vorschlagen, uns zum Weltherrscher zu wählen. Russland und Portugal. Das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Ich bin so Musiker, jawoll. Ludwig van Beethoven, mit John Cage. Zeitreise und ein großes Werk erschaffen. Ach, jetzt gibt es wieder was. Ist einer anderen großen Zivilisation gehört. Mission nach China? Mission nach China. Und so bestimmt eine Konzertreise machen. Einmal quer durch China. Und ob John Cage diese Konzertreise übernimmt, das erfahrt ihr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Thomas spielt Civilization 6 mit Venedig. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.